alles oder nichts am 28. Spieltag und mitten im Nirgendwo steht einfach ein Stuhl. Ein bisschen gruselig ist das Ganze schon. Hoffentlich wird das Spiel nicht gruselig enden. Heute findet wirklich eines der wichtigsten Spiele in der gesamten Saison statt. Das erste Entscheidungsspiel gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Unser FC Hansa trifft auf Wien Wiesbaden. Und wenn man sich das Restprogramm anschaut, dann müssen wir heute unbedingt 3 Punkte holen. Alles andere wäre zu wenig, gerade weil Wien Wiesbaden das rückrundenschwächste Team der zweiten Liga ist. Dazu verlor man am letzten Spieltag gegen Tabellenschlusslicht Osnabrück. Sehr ärgerlich. Ein Tor wurde aberkannt. Man hatte einen Expected Goal-Wert von 3,0. Dementsprechend werden sie wahrscheinlich mit Wut im Bauch an die Ostsee fahren, aber hier gibt es nichts zu holen, denn wenn irgendwo was geht, dann in unserem Ostseestadion. In den letzten 4 Spielen gab es nur eine Niederlage, davon haben wir 2 gewonnen. Das Spiel gegen Fürth war für mich ein kleiner Lichtblick und auch gegen den HSV haben wir uns teuer verkauft. Aber jetzt gilt es, das Ganze zu bestätigen. Die Mannschaft muss liefern und ja, ein anderes Gesicht zeigen. Denn bei der Niederlage am letzten Wochenende gegen Kiel lief nicht viel zusammen. Aber gegen Wiesbaden sollte doch was drin sein. Und wie wichtig so ein Sieg wäre, das könnt ihr in der aktuellen Tabelle sehen. Hansa 3 Punkte weniger als Wiesbaden. Heißt, sollten wir gewinnen, können wir mit den Wiesbadenern gleichziehen und der Konkurrenz ein wenig Druck machen. Verlieren verboten. Ich bin gespannt. 18.30 Uhr Flutlichtspiel hatten wir in dieser Saison in unserem Ostseestadion noch nie. Vielleicht ein gutes Omen. So Leute, ab geht's. Zuallererst wird sich ein Franzbrötchen gegönnt. Saftig. Ja, kann man machen. Ein guter Start in den Tag. Moin, alles gut? Starkes Trikot. Und jetzt haben wir hier den Leon, dein Lieblingsspieler? Pröger. Pröger, der muss heute natürlich in der Startelf sein. Wie viele Tore wird er schießen? 1. Hauptsache Tore und 1 mehr als Wiesbaden. Dein Tipp? 1-0. Wollen wir mal hoffen, dass das so hinhaut. Es geht wirklich ums Ganze. Grüße nochmal an Leon und seine Familie. Ja, er kann leider nicht im Stadion dabei sein, wird aber vorm Fernseher mitfiebern. 4 Siege brauchen wir noch, haben wir gerade besprochen. 12 Punkte. Ich muss sagen, bei der Niederlage glaube ich dann auch immer weniger dran, dass wir es schaffen. Warten ab, was passiert. Und auch Stefan, denn der muss noch arbeiten. Heimsieg! Jetzt oder nie! Genau. Es eskaliert! Nur 3-1! Sieg zählt heute. Was anderes wollen wir nicht sehen. 3-1 Sieg. Ist so. Stefan, das Motto für heute, Sieg oder Spielabbruch? Ja. Es gibt nichts anderes. Hier, ich hab's wieder dabei. Sonst eskaliert's wieder. Ey Mann, Wiesbaden in den letzten 14 Spielen nur 2 gewonnen. Werden ja auch wahrscheinlich nicht allzu viele Fans da sein. Ich tippe mal auf 350. Trotzdem, ein angeschlagener Gegner kann immer gefährlich sein. Also gleich voll draufgehen und sagen, wer hierher im Hause ist, gewinnt. Perfekt dazu von Kevin das irische Bierchen. Wollen wir mal verköstigen, oh, Stefan? Das für könnte dich ein Guinness-Rekord werden. Also mal 3 Tore für unseren FC Hansa. Das gab es in dieser Saison nämlich noch nicht Eben in deshalb, einem Spiel. Deshalb 3 Tore, 3 Punkte. Ja. Ab nach Rostock, oder? So ist es. Wir sind spät dran. Ja. Wie immer. Ja. Nein, auf den Pflichtsieg für heute. So muss er laufen. Oh, nein, nein, nein. Es läuft und es tropft. Aber es ist doch gar nicht geschüttelt gewesen. Schnell abtrinken. Das ist einfacher. Darf nicht in die Hose gehen. Also, Prost. Prost. So, jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Ja, das ist immer ein bisschen herber im Nachgeschmack. Also so, ja, eine Zigarette im Prinzip. So ein leichter, rauchiger Nachgeschmack, finde ich. Das ist was anderes. Rustikal, aber geht rein. Und wenn die 3 Punkte kommen, umso besser. So, es sind wieder wir 4 unterwegs. Das letzte Mal, als wir im Braunschweig waren, hat es Glück gebracht. Ja, stimmt. Ich hoffe doch heute auch. Alle 4 mit dem Sternhimmel. Beckmann, du bist der Geilste. Bis Montag. Unter der Woche war Stefan in Warnemünde. Und siehe da, das Riesenrad mit Hansa-Logo. Ist zwar das alte, kann man trotzdem akzeptieren. Und wir sind anscheinend 17.30 Uhr in Rostock. Also
gut eine Stunde vor Anpfiff. Ja, ich hätte noch ein ICE-Ticket anzubieten, aber das ist jetzt auch schon abgelaufen. Harry, wir kommen, wir versuchen unser Bestes. Ja. Aber naja, die Straßen hol sind noch voll. Bier. Das nächste geht auf, kriegt er es hin mit dem Taschenmesser. Boah, am Tüfteln. Eins, zwei. Hoffentlich haut Hansa nicht so daneben. Heute ein bisschen eiskalter vorm Tor. Nicht so wie Stefan, der 5 Versuche braucht. Die Head-to-Head-Statistik spricht ja für unseren FC Hansa. 9 Siege, 6 Unentschieden, 6 Niederlagen. Aber die letzten 4 Pflichtspiele hat Wiesbaden nicht mehr gegen uns verloren. Und Kautschinski hat auch noch nie gegen Hansa verloren. Irgendwann ist immer das erste Mal. Kleiner Rast zwischendurch. Wieder voll dabei. Oh, also tut mir leid. Also das muss man hier aber wirklich. Oh nein, jetzt hat Stefan da gleich Luftlöcher reingehauen. Leichten Knick. Oh nee, ey. Ey, was macht der? Der Wille war da. Oh Leute. Wir stehen im Stau. Feierabendverkehr. Währenddessen holt Stefan noch was aus seinem Zauberbeutel. Ja. Läuft noch. Wir sind noch am Start. Vlog aus dem Auto. Minuten vor Anpfiff, wir müssen uns beeilen. Und wir müssen heute mal unbedingt was riskieren, aufs Ganze gehen, Tore schießen und jetzt schnell zu Harry. Im strömenden Regen. Angekommen, ihr hört das Stadion im Hintergrund. Saarbrücken 2.0. Alles überschwemmt, die Bälle können schön rutschen. Bei Stritzel ins Tor. Im Hinspiel hat er echt stabil gehalten. Heute lässt er hoffentlich ein paar Dinger rein. 1-0 haben wir verloren, war richtig bitter, ne, mit dem verschossenen Elfer. Aber ja, das wird. Kolke mit der weißen Weste hat ja auch eine Wiesbadener Vergangenheit, mit Wehen aufgestiegen, aber sich dann für unseren FC Hansa entschieden. Blieb in der dritten Liga. Bester Mann. Es ist schon 18 Uhr. Uiuiui. So knapp war ich wirklich lange nicht. Alles geregelt. Parkstraße da hinten. Jo. Stefan, die Fakten müssen wir noch klären. Hansa 11-mal in dieser Saison torlos geblieben. Müssen wir ändern, definitiv. Schwächste Offensive, 24 Treffer, nur. Ja, ja, aber heute, ganz ehrlich, muss man riskieren. Volle Offensive. Aber wir haben ja 11 Spieler, die Tore schießen können. Ja, weil kein richtigen Torschützen, ne? Die besten, Brumado und Perea mit 4. Und bei Wiesbaden gibt's Pritagin, Kroate. Der hat 9, ja, der hat 9 an der Zahl. Alter. Der muss halt mit 3 Mann bearbeitet werden und dann kann er halt nicht mehr. Harry, Harry, Harry. 25 Harry. Minuten noch, komm. Heute eine Karte hast du, ne? Ja, genau. Auf der Nord? No Code 40. Geil. Einfach. Moin, Harry. Heimsieg. Riecht nach Heimsieg, ne? Ja. 3 Überlebenspunkte. So, jetzt wird hier noch gedealt. Norman, dein Tipp schnell. Ich habe 2-0. 2-0? Ja, wie gesagt, 3-1. Wir müssen endlich mal Tore schießen hier. 5-0. Wir müssen auch was fürs Torverhältnis machen. Ja, das kann nicht so weitergehen, genau, ne? So diese Torflaute. Also immer wenn wir ziemlich pünktlich, also sehr, sehr pünktlich im Stadion sind. 15 Minuten vor Anpfiff ist es. 15 Minuten vor Anpfiff, dann gewinnen wir. Ja, genau so ist. Ich habe auch eigentlich ein gutes Gefühl, Harry. Dauerkarte wurde überreicht. Also, mein Sitznachbar. Andi, schöne Grüße nach Stuttgart. Ich hole jetzt mal André, Originale. André. Bis, André, sorry, André, bis gleich. Bleib stabil. Ne? 3 Punkte. Heimsieg. Ja. Sehr gut. Pünktlich, immer wieder. Flutlicht ist an. Alles gut? Ja, klar, doch, ja. 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 Heute für den Heimsieg, oder was? Moin. Moin. Das Kosovoer Glückshütchen, Scheißling. Wir sind da, wir fiebern für dich mit. Genau. Die Wiesbadener Fans da hinten. Ja. Wie viele werden es sein? Schreibt in die Kommentare. Das kurze, schwierige Restprogramm. Stefan ist bereit. Ja. Holt euch Karten, alle ins Ostseestadion. Dein Tipp? Ja, wie gesagt, 3-1, voller Einsatz. Ey, wenn ich jetzt hier sehe, dass wir hinten liegen nach 5 Minuten, verlasse ich das Stadion. Spaß. Mit der Nummer 1, unser Kapitän, und das ist Markus. Kolke! Wieder! Der Mann mit den Hallen, und das ist Javier! Rostbach! Ein Torschütze. Kresse! Nico! Malta!
identisch zum Kielspiel. Nur Pröger rutscht in die Startelf für King Zombie. Wir schauen mal, was die Elf bringt und gehen einfach mal optimistisch rein. Wiesbaden mit Bockenhaupt, der dattelt ja das ein oder andere Mal FIFA. Habe ich früher auch gemacht. Mittlerweile bin ich im Ruhestand. Ansonsten Stritzel, starker Keeper und der gefährlichste Mann mit 9 Treffern. Wie gesagt, Rita Jin im Sturm. Lee auch ein gefährlicher. Hier spielt man noch Fußball mit Herz und nicht nur mit den Beinen. Ob in Freude oder im Schmerz, wir wollen Hansa und uns keinen. Hansa forever und für Ewigkeit. Wir lassen Hansa niemals im Stich. Schön. Boah, hier. Hackespitze 1, 2, 3. Nico mit der Flanke. Nochmal von hinten die Flanke. Oh, nochmal nachsetzen. Ist noch Pröger. Und. Wir sind dran, aber halt noch nicht konkret. Irgendwann machen wir eins. Gebt uns Zeit. Aber stehen hinten safe. Um das Ganze neu aufzubauen und vielleicht bringt's was. Ja! Anspielen! Romano! Geh durch da! Jetzt aber Elfer! Schiedsrichter! Klares Foulspiel! Nur Eckball! Nein! Volke! 1965! Es ist ein bisschen der Faden verloren gegangen. 40. Minute. Blitzen muss helfen wieder. Möge die Macht mit uns sein. Genau. Bitte nicht. Das Tor. Oh, Volke, Maschine. Volke. Nicht mit uns. Konzentrier
bleiben, bitte. Volker. Sicher, sicher, sicher. Und das war es, Halbzeit 0:0. Keine gefährlichen Torchancen auf beiden Seiten. Am Ende mussten wir noch mal zittern, ausgeglichenes Spiel. Aber wir haben ja noch einmal 45 Minuten. Fing gut an. Und dann nachgelassen. Hörte leider auch dementsprechend auch wieder nach. Ich finde, der letzte Pass, der fehlt einfach. Ja, es ist immer zu ungenau. Genau. Und wenn eine Flanke kommt, dann steht da keiner. Fehlt jemand im Strafraum, Leute. Sie kommt noch, oder? Ja. Ja? 1-0? Ja. Sauber. Das erste Tor. Steht nur das erste Tor entscheidet. 3 Punkte bringen wir heute nach Hause. Am besten gefällt mir Markus Folge. Ich hatte ihn jetzt noch kein Pull. 2-0 oder 3-0 Hansa? Hansa gewinnt 2-1. Nehmen wir mit. Umago halt, mit seinen Tricks kommt halt nicht weiter so. Ja, aber ist ja eigentlich ganz gut. Lieblingsspieler von Hansa? Pröger. Pröger, auf ihn kommt es heute an. Ah, Maschine mit Pröger. Stefan versorgt uns mit Würstchen. 3 Würstchen für 3 Punkte. Hansa, bitte. Schön warm. Ja. Wir müssen einfach mal ein Tor schießen, das ist zu wenig. Die Frage ist wer. Ein Unentschieden reicht uns nicht. Also damit kannst du auch nichts anfangen. Hey Junge! Maschine für 3 Punkte. Ich sitze gerade da drüben. Auf der Nord oder was? Ja, in dem Eck. 1-0, hoffe ich mal. Hansa geht unter die Haut. Für immer und ewig, Leute. Und auch ohne unsere Frauen. Unser Verein bleibt nur Verein. Ey, coole Sache. Was sagst du zum Spiel? Gewinnen wir? Ja, noch? Ja, spielen. Ja? Und Lieblingsspieler? Krüger. Krüger. Ey Junge, Andi, grüß Andi. Ja, Maschine, was sagst du? Ohne Wechsel in die zweite Hälfte. Naja, mal schauen. Die Sonne kommt raus. Ein Zeichen. Kauft euch jetzt. Bitte. Und zieht da durch. Oh, stark. Standard verwandelt. Wie schön wäre das? Weitergehen. So, du hast es gesagt. Immer dran geglaubt. Immer an ihn geglaubt. Jetzt kriegt die Nummer. Stark. Stark. Und heißt Daniel. Rosbach. Daniel. Rosbach. Daniel. Rosbach. Und was ist jetzt? Rote Karte für Wiesbaden. Ist das geil oder ist das geil? Alter. Jetzt verkackst, dann hast du in dieser Liga nichts zu suchen. Nee, mit 10 Leuten, mit 10, geht 11, mit Überzahl geht gar nicht. Ja, ja, ja. Oh. Nochmal, abstauben! Oh, 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 Erzählung. Nachlegen! Einer geht noch. Einer geht noch rein. Weiter, Nico. Geh rein. Geh, geh, Schuss. Ah. Oh, Neuer hat es probiert. Irgendwann ist das Ding drin. 60. Alles geht hier ab, alles brennt. Marc, gute Besserung. Felix, bleib stabil. Couch am Grübeln. Wir leben noch. Uns darf man nie abschreiben. Ja? Bis zum bitteren Ende werden wir uns kampflos nicht ergeben. Grüße an meine Schwester.
Schalke kriegen wir auch noch. Ja, wir dürfen uns nie zu sicher sein, Mann. Sowieso nicht. Boah, in Unterzahl machen die mir hier jetzt noch ein bisschen Angst. Hey. Nee, Mann. 74. 2-0. Der Deckel muss drauf gemacht werden. Ich sag 80. 83. Ding ist schon. Nimm den Herz. Schuss. Rostock. Das kann doch nicht sein, Mann, dass die da durchkommen. Leute, ist das ein Tier? Ja, Nationalmannschaft EM können wir hier noch eingreifen. Zweites. Ja, bitte. Stopp. Ja, hat er. Das ist kein Foul. Der ist ausgerutscht. Ja. Klatschen lassen. Oder alleine durch. Engelsson. Schneller. Er ist der Beste. Rüber. Und. Warum nicht immer so? Schade! 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 La! Der absolute Wahnsinn wieder, der absolute Wahnsinn hier. In den wichtigen Momenten ist Hansa da. Ey, ich sag's euch, die Schlüsselspiele, die ziehen wir. Haben die noch hoffen. Gegen 10, Leute. Hey. Es geht nicht ohne Zittern. 10 Minuten noch, Stefan. Ja. Ungutes Gefühl. Kein ungutes Gefühl, Pereira frisch drin. Ein Kontakt. Und er macht ihn nicht. Wir sind im Halbbereich. Auf nein. Die kontern auch noch. Ey, bitte nicht. Aufgepasst, Neidhardt. Sauber. Ja, und er rutscht durch. Ab. Drittes. Mach ihn. Nochmal. Oh, die unser Herz zittern bis zum Schluss. Auf Vasiliadis. Ah, ey, lass uns das Pröger in Ruhe. 3-1. Mein Endstart. Da kannst du nichts zu sagen. Ja. Einmal rauf. Sauber, Alter. Röger ist Hansa. Er versucht das jetzt zu verwalten, ey. Verteidiger, Mittelfeld für Stürmer. Aber dass der Keeper immer noch diesen langen Ball spielen kann. Moin. 3 Punkte. Der wird gehalten. Foul. Stefan, das ist Spiel mit dem Feuer, das ist immer. Hier. Ey. Wir haben 4 Minuten durchhalten. Noch mal! Rüber spielen! Mach das dritte! Abseits! Abseits! Die Linie wird gezogen im Keller. Pass mal auf! Vielleicht zählt er doch. Zählt nicht. Stefan, Mann, die kriegen auch eine Chance. Nein. Ja! Fertig machen zum Jubel. Weiter. Engelsson, du hast
Ist das zu glauben? Ist das zu glauben? Ja! Losgelöst. Alles Gute an Wiesbaden. Wir sind punktgleich. Heute haben wir den Sieg gebraucht. Im Hinspiel habt ihr auch gewonnen. Also jeder darf einmal gewinnen. Klassenerhalt. Ist das aber Wahnsinn. Ich grüße meine Mutter und die Gruppe Klebrige, dein Anhänger. Sehr geile Spiele. Stimme ist weg, wir sind alle am Arsch. Ich kann nicht mehr. Ein Sieg. Wir müssen jetzt richtig zusammenhalten. Die letzten Spieltage nochmal richtig schön ausrasten. Und der Fluch ist gebrochen. Drei Tore wurden in ein Spiel geschossen. Oh, oh, oh. Es wurde auch mal Zeit. Ist so, ja. Wieder im letzten Moment aufgewacht. Ab zurück. Lars schreibt noch. Ostseewetter heißt Ostseefußball. Das war heute Ostseefußball. Leute, Leute. Und Grüße auch nochmal ja, an René. Der schippert nämlich von der Antarktis bis nach Namibia und schaut die Videos. Also komplett verrückt. Sei gegrüßt. Na, vielen, vielen Dank. Und Leute, wenn ich Namibia höre, dann denke ich direkt an unseren Ex-Hansa-Spieler Manni Starke, Nationalspieler gewesen von Namibia. Und noch ein Gruß verrückt nach Potsdam an Marco. Genau. Und Alvin, falls du das siehst, ne, gute Besserung. Und nächste Woche, Leute, hat er versprochen, dass er dabei ist. Also, ein Mann, ein Wort. Ja. Top, die Wette gilt. Mit der Disco-Abschlussbeleuchtung hier blau-weiß-rot auf den wichtigen Heimsieg. Auf Norman, unseren Fahrer, der uns sicher ans Ziel bringt. Natürlich. Und weiter geht die wilde Luzi. Jo, Prost. So, zu Hause angekommen. Ey, was ein geiles Spiel. Und ein dickes Dankeschön. Geh nochmal an dich raus für diesen coolen Becher. Ja, hat er mir geschenkt für meine Sammlung. Ihr wisst ja, ne, ich bin fleißig dabei. Stabile Sache. Sieht mega aus. Vielen, vielen Dank. Also Leute, mit breiter Brust in den Saisonendsport gemeinsam zum Klassenerhalt. Unfassbar, Leute, wie wichtig war dieser Sieg. Immer wenn es drauf ankommt, ist unser FC Hansa da. Es hat sich mal wieder bewahrheitet, dass man uns nie abschreiben sollte. Abgerechnet wird zum Schluss. Deswegen dürfen wir keinesfalls nachlassen und ja, müssen von Spiel zu Spiel punkten.
Ihr wisst es, die Konkurrenz schläft nicht. Ich bin gespannt, ja, wie der Spieltag endet. Bis Platz 11 kann wirklich jeder noch absteigen. Also es bleibt wahrscheinlich spannend bis zum Schluss. Nur gemeinsam können wir schaffen, 9 Punkte noch bis zu den goldenen 40. Aber ob die reichen werden, ja, für den sicheren Klassenerhalt, keine Ahnung. Schreibt mal eure Einschätzung rein. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Klare rote Karte. Die Konter, die wir eiskalt zu Ende gespielt haben, es hat einfach alles perfekt funktioniert. So wünscht man sich ein 18.30 Uhr Flutlichtspiel. Auch wenn wir ja zittern mussten bis zum Schluss. Alter, das war nichts für schwache Nerven. Wiesbaden hat uns wirklich vor Probleme gestellt. Ansonsten muss ich aber sagen, haben wir das Ganze weitestgehend kontrolliert. Und in den richtigen Momenten waren wir dann eiskalt. Seit wann können wir bitte 3 Tore in einem Spiel schießen? Die ganze Mannschaft hat sich reingehauen, nicht aufgegeben, 90 Minuten gekämpft, konzentriert das Ganze zu Ende gespielt gegen eine starke Wiesbadener Mannschaft in Unterzahl. Respekt an Wiesbaden für die Leistung. Heute hat aber alles bei uns gepasst und natürlich kann man hier und da meckern. Es gibt ein paar Stellschrauben, wo wir dran drehen müssen. Aber alles mit der Ruhe. 3 Punkte sind im Sack. Tut mir leid, dass ich nicht so viel von Rostock zeigen konnte. Das war alles zeitlich echt eng. Trotzdem, ihr wisst es, schaffen wir es immer rechtzeitig zum Anpfiff. Und ja, beim nächsten Mal gibt es wieder ein bisschen mehr zu sehen. Und viel wichtiger sind sowieso die 3 Punkte für unseren FC Hansa im Kampf um den Klassenerhalt. Wir sind wieder mittendrin, leben noch. Genießt das Wochenende, feiert schön den Sieg. Und nächste Woche heißt es dann alle nach Berlin. Wir müssen das Olympiastadion, ja, zum Auswärtsspiel machen, ne? Beziehungsweise zum Hansa-Heimspiel. Ihr wisst, was ich meine. In diesem Sinne, bleibt stabil. Vielen Dank für jeden Daumen nach oben, dass ihr euch die Videos gebt. Immer einen Kommentar schreibt. Macht's gut. Haut rein. Danke Hansa. Danke an euch für den Support. Wir sehen uns in Berlin und bis zum nächsten Mal.